Schloss Wilhelmsburg in Schmeckheim. Heute befinden wir uns mal in unserer kleinen Galerie. Und was ihr hier sehen könnt, das ist ein Original Otto Dix. Oder wenn ihr mal nach drüben schaut, eine Plastik von Gerhard Marx. In dieser Ausstellung werdet ihr Werke finden von Feininger, von Paul Klee und anderen Größen. Denn am Samstag wird auf dem Schmalkalder Altmarkt eine ganz besondere Ausstellung eröffnet. Überland, 100 Jahre Kunst in Thüringen. Aber diese Ausstellung, die könnt ihr nicht nur auf Schloss Wilhelmsburg sehen, sondern sie verteilt sich auf 3 weitere Orte in der Stadt Schmalkalden. Ihr könnt diese Ausstellung bestaunen und bewundern im Otto-Müller-Museum, in der alten Post am Schmalkalder Altmarkt und auch, das lege ich euch besonders ans Herz, in der Schmalkalder Totenhofkirche, die extra für diese Ausstellung ganz toll zurechtgemacht wurde. Man kann dem Schmalkalder Kunstverein und vor allem dem Kurator Harald Rainer Graz nicht genügend danken, dass sie mit Unterstützung der Stadt Schmalkalden und der Thüringer Staatskanzlei das hier auf die Beine gestellt haben. Das ist nicht nur Hut ab und Chapeau, das ist ganz großes Kino und diese Ausstellung wird auch den Kunstlaien begeistern. 100 Jahre Kunst in Thüringen. Natürlich macht man das nicht umsonst, denn wir begehen heuer ja auch den 100. Geburtstag der Gründung des Landes Thüringen. Thüringen, Sie haben Ihr Ziel erreicht. So hieß mal eine, wie ich finde, ganz, ganz tolle Werbebotschaft, die auf den großen Autobahnausstellern zu lesen war. Ja, wir Thüringer, wir lieben den schönsten Freistaat ever über alles. Auch mit all seinen Klischees. Bald wirst du Blöße. Aber eine gemeinsame identitätsstiftende Geschichte haben wir Thüringer streng genommen eigentlich nicht. Ja, es gab mal ein Reich der Thüringer, welches 531 untergegangen und im Reich der Franken aufgegangen ist. Es gab im hohen Mittelalter noch mal eine Landgrafschaft Thüringen, der im regierendes Adelsgeschlecht die Ludowinger allerdings 1247 im Mannstamm ausgestorben sind. Und was danach folgte, das war eine Zerstückelung nach der anderen. Im grünen Herzen Deutschlands, um nochmal so eine Werbebotschaft zu bedienen, hier ist die deutsche Kleinstaaterei im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze getrieben worden. Wir haben hier einen sowas von bunten Flickenteppich, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Halten wir doch einfach mal die Uhr an, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich muss mal meine Finger gebrauchen, damit ich nicht durcheinander komme. Auf dem Gebiet des heutigen Freistaates hatten wir das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Wir hatten das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, das Herzogtum Sachsen-Meiningen, das Herzogtum Sachsen-Altenburg, Reuß jüngere Linie, Reuß ältere Linie, das ist der Bereich um Gera. Wir haben Schwarzburg-Rudolstadt, wir haben Schwarzburg-Sondershausen und natürlich haben wir noch die preußischen Gebiete um Erfurt, Suhl oder Nordthüringen und die hessische Exklave Schmalkalden. Ein buntes Sammelsurium. Auch im 19. Jahrhundert gab es schon Bestrebungen, diesen Quell zu beenden. Aber es waren erst die Folgen des Ersten Weltkriegs und vor allem die Novemberrevolution von 1918 die Bewegung in die ganze Sache hineinbrachte. Als erster dieser Thüringer Kleinstpotentaten musste der Weimarer Großherzog am 9. November, welch schicksalhaftes Datum, 1918 abdanken. Innerhalb von nur 2 Wochen folgten komplett seine anderen Standesgenossen. Was diesen Kleinstfürstentümern folgte, waren Freistaaten mit für damalige Verhältnisse demokratisch gewählten Regierungen. Und die sagten sich, es muss endlich mal Schluss sein mit diesem Flickenteppich. Lasst uns zusammenschließen. Und lasst uns von vornherein auch gleich eine großthüringische Lösung, wie es damals bezeichnet wurde, suchen. Das heißt eben auch unter Einschluss der preußischen Gebiete. Allerdings lockte das sofort wieder den Widerstand der Südthüringer hervor. In Meiningen und vor allem auch in Coburg regten sich erhebliche Zweifel, ob die uns denn nördlich des Thüringer Waldes so gut regieren können. Und in Coburg kam es zumindest zu einer Volksabstimmung. Wollt ihr lieber zu Bayern oder wollt ihr lieber zu Thüringen? Das Ergebnis ist bekannt. Und auch die Preußen wollten sich nicht so richtig auf diese Lösung einlassen. Und so blieb am Ende nur der Kleinthüringer Weg. Am 1. Mai des Jahres 1920 kam es zum Zusammenschluss der Thüringer Kleinstaaten mit der Hauptstadt Weimar. Aber es fehlte immerhin noch ein Viertel der heutigen Fläche des Freistaates Thüringen.
Denn die preußischen Besitzungen sozusagen, die wurden erst 1944 dem thüringischen Sauleiter Gauke zugeschlagen. Und de facto kamen diese Gebiete erst 1945 an Thüringen. Das ist also der Bereich Nordhausen, der Bereich Heiligenstadt, der Bereich Worbis, der Bereich Mühlhausen, der Bereich Erfurt, der Bereich Sömmerda, der Bereich Suhl, der Bereich Schleusingen und auch Schmalkau. Also damals hat an Thüringen noch einiges gefehlt. Aber diese Kleinstaaterei, dieser Flickenteppich, der hat den heutigen Thüringen auch ein Schlösserwunderland beschert. Überall Residenzen, eine Schatzkammer der Residenzen. Und die macht sich gerade auf, in einigen Jahren vielleicht den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes zu erlangen. Drücken wir die Daumen und machen wir alle mit, dass uns das gelingt. Aber backen wir heuer noch mal kleine Brötchen. Versuchen wir für die nächsten 3 Monate hier in Schmalkalden zur Kulturhauptstadt von Thüringen zu werden. In diesem Sinne, bis demnächst auf Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden.